Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurella.de. In diesem Video möchte ich die wichtigsten Begriffe der Elektrizitätslehre verdeutlichen, die Symbole erklären und so weiter. Fangen wir einfach direkt an. Wir haben Strom. Was ist eigentlich ein Strom? Man sagt, der Strom hat das Symbol I, so ein großes I, und sagt, Strom ist die Ladung. Ladung hat das Symbol Q. Durch die Zeit T, also wie viel Ladung fließt in einer bestimmten Zeit. Die Einheit davon wäre das Ampere. Das zeichnet man mit einem großen A. Und jetzt wissen wir ja, man könnte auch schreiben Coulomb je Sekunde. Ein Coulomb waren 6,24 mal 10 hoch 8 Elektronen, also haben wir 1 Ampere, wenn 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen in der Sekunde fließen. Der zweite Begriff, der immer bei Elektrizität kommt, ist die Spannung. Also ihr könnt da zum Beispiel Batterien mit verschiedenen Spannungen kaufen, 3,5 Volt oder 1 Volt oder was auch immer. Die Spannung hat das Zeichen U. Ein großes U. Und man sagt jetzt, Spannung entsteht dann, wenn unter Verrichtung von Arbeit oder von Aufbringen von Energie Ladung getrennt wird. Also ich muss Energie investieren, um Ladung zu trennen. Und wenn ich diese Energie nehme, also habe das Zeichen ja W, also ich verrichte Arbeit mit dem Energie und das teile ich jetzt durch die Ladung, die ich dabei getrennt habe, dann ist es genau die Spannung, die zwischen den zwei Polen einer Stromquelle herrscht. Und dann steht auch diese Arbeit wieder auf Abruf bereit. Das ist Spannung. Das heißt, auch hierfür gibt es wieder eine Einheit, man nennt sie Volt. Oder wenn ich nach dieser Definition da gehe, ist das natürlich das gleiche wie Joule durch Coulomb. Aber das gibt man eigentlich nie so an. Man gibt eine Spannung immer in Volt an, genauso Stromstärke eigentlich immer in Ampere und nicht in Coulomb die Sekunde. Aber wenn ich das natürlich ausrechne, muss ich das einfach wissen, dass ich das auch so umrechnen kann. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, das, die Einheit immer zu kennen, sondern auch das Umrechnen der Einheiten zu beherrschen. Der nächste wichtige Begriff ist der Widerstand. Das Symbol ist ein großes R. Und es gibt ein ohmisches Gesetz, das sagt, bei Widerständen, die dem ohmischen Gesetz gehorchen, ist die Spannung und der Strom proportional. Also U proportional zu I, das heißt, wenn ich U durch I teile, habe ich immer eine Konstante und das ist eben genau R, U durch I. Die Einheit wäre natürlich jetzt wieder naheliegend Volt durch Ampere, aber weil man diese Widerständssachen so oft braucht, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf Widerständen ist ein anderes Zeichen aufgedruckt, das ist dieses, ein großes Omega, und das nennt man Ohm. Also ein Omega, man sagt aber nicht, die Einheit wäre Omega, sondern das ist das Symbol für Ohm. Oder eben Volt durch Ampere. Falls man es direkt berechnet. Aber auch hier wieder, man bezeichnet es eigentlich immer mit Ohm. Nun, es gibt auch Leistung in einem Stromkreis. Es wird da Leistung vollbracht. Und da gibt es eine sehr einfache Formel. Leistung. Elektrische Leistung ist einfach P ist U mal I. Naja, einfach Spannung mal Stromstärke kann man sich sehr gut merken. Und auch hier weiterhin natürlich für Leistung die Einheit ist Watt. Natürlich könntet ihr auch U mal I, also Volt mal Ampere, aber eigentlich benutzt ihr da die Watt. Und jetzt wollen wir noch die Energie haben. Energie, besser gesagt Arbeit, die in so einem Stromkreis vorhanden ist oder verrichtet wird. Nun, wir wissen, Leistung ist eigentlich Arbeit je Zeit. Das wäre also W durch T gewesen. Wenn ich also die Arbeit eigentlich will, muss ich mit der Zeit multiplizieren. Das heißt, W wäre zum einen einfach P mal T, also Leistung mal Zeit. Oder in unserem Fall, in dem Fall, wenn ich es umschreibe, U mal I mal T.
Das heißt für unsere Einheit, wir wissen, Arbeit, Energie gibt man meistens mit Joule an. Könnte natürlich aber auch sagen Watt mal Sekunde, also Wattsekunden, oder ja, Volt, Ampere, Sekunden. Hier bei Energien im elektrischen Sinne ist wirklich öfters gebräuchlich, dass man dieses Joule nicht verwendet, sondern eben diese Wattsekunden oder ähnliches. Dann haben wir noch festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen einem Strom und einem magnetischen Feld gibt. Das wurde auch schon per Zufall festgestellt. Also wenn ich einen Stromkreis habe und nebendran eine Magnetnadel hinstelle, stelle ich fest, die richtet sich aus. Und beim Elektromagnetismus muss ich mir einfach eins überlegen. Ich habe also einen Draht. Und da ist die konventionelle Stromfließrichtung in diese Richtung, also hätte ich hier unten Plus, da oben Minus. Und dann kann ich einfach die rechte Hand nehmen und umfasse im Prinzip diesen Draht. Und genauso wie ich diese Hand sich dann zusammenbiegt, in diesen Kreisen habe ich magnetische Feldlinien herum. Das heißt, ich habe Kreise und in dieser Richtung, das heißt, so. Ihr seht jetzt, bei Magneten haben wir immer Feldlinien vom Nord zum Südpol. Bei Strom, also und rund um einen Leiter, habe ich immer in sich selbst geschlossene Feldlinien, kreisförmige Feldlinien, die den Mittelpunkt genau im Leiter haben. Also ein bisschen was anderes, aber es sind wirklich Feldlinien. Es ist ein magnetisches Feld, das wir haben, nur haben wir keinen Anfang und kein Ende, sondern einheitliche. Die gibt es natürlich weiter, umso weiter weg sind, umso schwächer sind sie halt. Wenn ich den ganzen Draht dann nehme und ihn zu einer Spule aufwickle, dann habe ich etwas Längliches und dann stelle ich fest, dass sich da die Feldlinien tatsächlich so verhalten wie in einem Stabmagnet. Das kann man sich ganz schnell überlegen, wenn man einfach für jede Richtung diese Regel der rechten Hand mal durchgeht. Manche kennen es vielleicht nicht als Regel der rechten Hand, sondern als Regel der linken Hand. Dann umfasst ihr auch mit der linken Hand den Leiter. Dann aber nicht mit der konventionellen Stromrichtung, sondern dann müsst ihr einfach die normale Stromrichtung nehmen. Das heißt, in dem Fall von Minus zu Plus, es wäre so rum. Und auch hier ergibt sich der gleiche Kreis mit der gleichen Richtung. Nun, es freut mich, dass ihr hier reingeklickt habt. Schaut uns wieder mal auf www.lyrella.de vorbei. Dankeschön.